Hallo und herzlich willkommen bei TechPros. Im heutigen Video das Unboxing zum Triton Headset. Das ist ein Headset, was ziemlich billig ist, und zwar für 19,99 bei Amazon erhältlich. Auch mal im niedrigeren Preissegment habe ich mich mal umgeschaut und werde jetzt das Ganze für euch testen, um euch dann mein Fazit zu den drei Headsets, die ich euch gezeigt habe, mal zu zeigen. Das waren jetzt drei Headsets im Preissegment von 100 Euro, 140 Euro und das hier kostet 20 Euro. Wobei das hier mein Favorit ist. Vom Aussehen her sieht ziemlich cool aus. Vor allem Triton ist eine Top-Marke. Ich hatte bei meiner PlayStation 3 damals das Triton AX Pro und ich muss sagen, ich habe das Headset geliebt. Es hatte 5 Lautsprecher auf jeder Seite in der Ohrmuschel drin und du konntest jedes separat einstellen, die Lautstärke. Das war eigentlich ziemlich geil. Und ja, das Ganze hier ist Support für die PS4 und PS Vita. Steht da, jetzt packen wir das Ganze hier mal aus, nehmen wir das aus der Folie. Wie gesagt, das Headset kostet 19 Euro, also 19, 20 Euro, so aus dem Dreh rum. Und ist erhältlich bei Amazon. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Kaiken, irgendwie sowas. Und ja, hier unten steht nochmal, mit was es kompatibel ist, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U und mobilen Endgeräten. An der Seite haben wir das Ganze, wie es ausschaut, ist nur eine Ohrmuschel, also nicht auf beiden Ohren. Hier hinten könnt ihr es sehen. So. Hier haben wir noch Control Easy und der Durchmesser von dem Ganzen, von den Lautsprechern, und da ist das Mikrofon. Dann packen wir das Ganze mal aus, reden wir nicht lange. Das Ganze ist hier festgemacht, holen wir uns schnell ein Messer. So. Nehmen wir das Ganze mal aus der Verpackung. Schön. Geht nach oben auf. Hier kommt uns auch schon das Triton-Logo entgegen. Hier steht es Stopp. Das war auch beim ersten so. Bei dem AX Pro war auch dabei. Hier ist, wie das Ganze anzuschließen ist. Also es kommt an den Controller. Es ist kein Wireless-Headset. Und ja, dann schauen wir uns mal das Hauptprodukt hier an. Also es fühlt sich qualitativ jetzt schon hochwertig an. Also auch in der Folie schon. Also es hat ein Eigengewicht ein bisschen. Nehmen wir das Ganze mal raus, packen wir das hier noch aus, und die Farbe ziemlich cool in diesem Babyblau gehalten. Hier kann man den Hörsound einstellen. Ich fokussiere mal drauf, dass man das sehen kann. An diesem Regler hier ist gut verarbeitet. Und hier haben wir, ich schau mal, hier kann man den, ich weiß nicht, ob man sehen kann, so. Hier kann man den Spielsound muten, also nicht den Spielsound, sondern den Chatsound, dass man das Mikrofon besser gesagt muten, dass die anderen euch nicht hören, falls ihr das nicht möchtet, für einen kurzen Moment oder so. Und hier haben wir den 3,5 mm Klinkeneingang für euer Headset. Und hier haben wir auch schon das Mikrofon. Hier nochmal mit dem Triton-Logo, mit der Triton-Schriftzug besser gesagt. Und hier haben wir das Mikrofon. Also so kommt das Ganze auf den Kopf drauf. Ist nur auf einer Seite, wie ihr sehen könnt, unschwer erkennen könnt. Und ich werde das Ganze testen. Das Mikrofon ist übrigens hier schwenkbar. Das heißt, ihr könnt es sowohl als Linksträger oder als Rechtsträger benutzen, und hier dreht sich auch das Ganze. Und ich finde das Ganze hier vom Design her am besten bis jetzt als alle anderen. Und ich werde es auch noch testen. Der Bügel hier ist aus Stoff, aber ziemlich angenehmer Stoff. Und hier das Ohrpad ist aus Leder. Also für 19 Euro jetzt hat schon, würde ich sagen, es hat sich schon rentiert. Aber das Ganze wird sich natürlich im Test dann zeigen, wie der Spielsound und wie der Chatsound rüberkommt. Und natürlich unsere Stimme bei den anderen Leuten. Und dann soll es das für dieses Video hier gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.